Ja, kann ich. Willkommen bei einem weiteren Pumse-Video mit Meister Jinmo. Heute machen wir Dan-Pumse, Dan-Formen, nur die ersten drei, Choreo, Kumgang und Tebek-Pumse. Schritt für Schritt erklärt und dann in einer Sequenz durch. Choreo-Pumse ist die erste Pumse, die einen eigenen Namen hat. Die anderen acht sind Teguk-Formen, die heißen also Nummer 1 bis Nummer 8. Choreo und auch alle weitere Formen jetzt haben alle einen eigenen Namen und bedeutet so viel wie Korea. Choreo ist ein alter Name für Korea, eines der drei Königreiche und ist schon komplex und kompliziert, gibt es Doppeltechniken dabei und eine Reihe von Bewegungen, die man in der Grundform so noch nicht gemacht hat. Wir gehen es einmal durch, ein bisschen Schritt vorne bitte. Choreo-Pumse, okay, Chumbi, fängt schon mit Chumbi an, das ist anderes Chumbi als gewohnt, mit Einatmen und Ausatmen nach vorne, okay. Eins, Doppelblock, jetzt kommt Doppel-Jobchagi, zwei, Seitwärtskick, Handkante, Faust und wieder Block. Drei, vier, Doppel-Jobchagi und wieder Block. Fünf, offene Hand und Agumson, Innenhand. Handseite. 6, Abchagi, offene Handkante und wieder zum Hals. 7, 8, Abchagi mit Faust. Sind wir jetzt zu weit? Fangen wir nochmal an. Ja, kein Problem, Schritt nach vor bitte. Ja. Wir fangen da an, das ist kein Problem. Ja. Okay, Chumbi Choreo-Pumse fängt schon anders an als normal. Nämlich mit Einatmen, Ausatmen und beide Handkanten nach vorne. Erste Technik, Doppelhandkantenblock. Eins, nächste, Doppeljobchagi, zwei, Handkante, Faust und Block. Drei, vier, Doppeljobchagi, Handkante, Faust und Block. Dann nach vorne, fünf, Handkantenblock und Agumson, also die Innenseite von der Handkante. Sechs, Abchagi, Aremaki, nochmal 7, Abchagi und Kiap. 8, Abchagi und das ist eine Blocktechnik nach unten, gleichzeitig Haltetechnik nach oben. Schritt nach vorne, 9, 10, das gleiche zurück, 11 zurück, Absogi und Hechemaki, Drehung, 12, Chuchumsogi. Dann Fausttechnik, Jobchagi, Fingerspitzenstoß nach unten und Aremaki nach unten. 13, Nullemaki und Ellbogen und das gleiche auf die andere Seite. 14, 15, Faust, 16, Kick, ein Stich und Aremaki zurück. 18, Nullemaki und Ellbogen. 19, ausatmen, großer Kreis, in der Mitte die linke Hand schließen und beide Hände zusammen. Dann umdrehen, Handkante zum Hals und nach unten. Nächste, Hals und nach unten. Nächste, Hals und nach unten. Und letzte wieder mit Kiap. Paro. Und wieder wie zu Beginn, Choreo Pumse Chunbi. So. Einmal die ganze Pumse durch. Langsam, betont, mit Kraft, aber nicht zu rasch. Choreo-Pumse, Chunbi. Shisak. Paro. So, okay. Nee.
Die nächste Pumse ist Kumgang. Kumgang ist der Name von einem Gebirge in Korea, Nordkorea. Kumgangsan, ein ganz berühmtes Gebirge. Alle Koreaner pilgern dorthin oder würden gerne hinpilgern, wenn es erlaubt wäre. Früher hat es gegeben eine Möglichkeit, nach Nordkorea dorthin zu gehen. Momentan ist das nicht so einfach. Jedenfalls, jeder Koreaner kennt das Kumgang-Gebirge und ist für den zweiten Dan, die Pumse. Und Merkmal, spezielles Merkmal ist Kumgang-Maki. Diese Stellung, Kumgang-Maki, kommt vor in der Sokoram-Grotte bei Gyeongju. Das ist eine berühmte Buddha-Statue in einer kleinen Grotte und da gibt es also Fels, nicht Malereien, sondern Statuen, die aus dem 6. Jahrhundert, die diese Stellung haben. Kumgang Maki. Und die kommt bei der Kumgang-Pumse sehr häufig vor. Chumbi, Schritt für Schritt, Kumgang-Pumse. Eins, das ist Hetschemaki. Zwei, Patangson, Handballen. Drei, vier. Dann zurück. Fünf, Dütkubi. Sechs, sieben. Acht, jetzt kommt langsame Bewegung, Kumgang Maki. Neun und drehen. Zehn, Santul Maki war das. Elf, Hetche Maki wieder und langsam zurück. 13, Retour, Santul Maki. 14, drehen, wieder Kumgang Maki. 15, Faust und Ellbogen und drehen. 16, langsam Kumgang Maki, da soll man bis 8 zählen eigentlich, sehr langsam. 17, Faust und Ellbogen und drehen. 18, nach vorne, Santul Maki. 19, und ausatmen, zurück. 20, Retour, drehen, Kumgang Maki. 21 und letzte. Paro. So, okay. Einmal durch die Kumgang-Pumse in einer Bewegung, in einem Ablauf. Chumbi. Shisak. Paro. So. Nächste Pumse, Taebaek Pumse. Taebaek Pumse für den dritten Dan. Taebaek ist auch ein Gebirge in Korea, auch ein schöner Berg, ein heiliger Berg. Und Taebaek Pumse hat fließende Bewegungen, Bumsogi-Stellungen, ja. Fingerspitze, sehen wir es uns mal an. Zumbi. Taebaek Pumse, eins, Bumsogi, zwei, Abchagi, drei, andere Seite, Bumsogi, vier, Abchagi, Doppelfaust, fünf, sechs, Blockfaust, sieben, Blockfaust, acht, und Kiab. 9. 10. Erste Faust, zweite Faust, Jobchagi und Ellbogen. 11. Andere Seite. 12. Erste Faust, zweite Faust, Jobchagi und Ellbogen.
13, zurück und Düdkube nach vor, Doppelhandkante. 14, Abkube, Stich, wechseln, Schlag, Düdkube. 15, Abkube, Kjar. 16, halbe Gaimaki. 17, wie am Anfang, Abchagi, Doppelfaust. 18, halbe Gaimaki. 19, Doppelfaust, Paro. So. Gut, Tepek, Pumse in einem Durchgang ohne Zählen. Chumbi. Si, Sak. Hallo. So. So weit für heute mit den ersten drei Dan Pumse. Wir machen noch ein weiteres Video mit den nächsten drei Dan Pumse. Und das ist dann soweit, wie es ihr das braucht. Mit einer Ausnahme, Meister Michael Willachs, der braucht dann noch die vorletzte Pumse, aber das machen wir mit ihm persönlich dann. Für heute danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Kione.